Hallo Leute und willkommen beim Speedshop. Heute ist mal wieder so ein richtiges PC-Spiele, Computerspiel, Freak-Sammler-Video. Keine Ahnung was, irgendwie so ein Scheiß. Ja, pass auf. Ich war gerade in der Halle, ich habe gestreamt. Wer das von der Zeit her wissen will, das war der Abend gewesen, wo ich nach Hilfe gefragt habe für die Regal-Umräumaktion. Ich fahre jetzt nach Mirko. Mirko hier wohnt bei Rebsold. Ich bin mit Zeitdruck, da ich halt 7:30 zu Hause sein soll, der Martine wegfahren kann, das ist so der Plan. Haben wir so abgesprochen. Wie gesagt, so mal Sachen absprechen mit deiner Frau, habt ihr auch keinen Streit. Und wir haben wir jetzt 19:55 Uhr. Wäre schön. 18:55 Uhr. 45 Bild gewesen. Ich sitze gerade am Passat, ne? Da ist ja Passat, ist ein Auto mit der großen Anhängerkupplung, was ich habe, und mit der hier großen Laderaum. Ne? Tine fährt heute im Bluebird, ne? Und hier, ja, jetzt holen wir zwei Regale ab, zwei CD-Regale, die baugleich sind wie die anderen, die ich auch immer gekauft habe, für meine vorigen Büro-Eskapaden. Nur halt nur in schwarz. Farbe ist halt ein bisschen doof. Aber was soll's? Er schenkt mir die, ich finde die Nummer ganz cool von Mirko. Und deswegen fahren wir jetzt zu ihm, zu seiner Firma, laden die hier ein und gurken dann damit zu mir nach Hause und bauen die Scheiße da auf. Das ist heute das Video, sortieren die Scheiße da ein. Und ich will mal hoffen, dass ich da so ein bisschen mein Mister voneinander haben. Und ich habe mal so ein bisschen Hintergrundvideo, was ich unbedingt. Ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, zu viele Autovideos sind auch langweilig, da wir ja ein allumfassender Gurkenkanal hier sind und irgendwie alles machen und ich auch Spiele sammle, habe ich gedacht, komm, ich nehme euch mal mit zu diesem Spezialabenteuer hier. Ja, wisst ihr Bescheid. Bis gleich, ne? Scheiße, das ist ja echt dumm, duster wie ein Bärenarsch, ne? Problem daran ist einfach nur hier, Mirko, seine Firma ist so unscheinbar. Der hat eine riesengroße Halle. Ich glaube, der hat Mirko alles am Platz hat und ein Auto stehen hat. Der hat echt einen ganz schön coolen Scheiß stehen, ne? Aber der ist halt selbstständig und hat keine Zeit, ne? Ich kenne den Spruch ja, selbst und ständig, ne? Ist wirklich so. Und naja, auf jeden Fall müsste das irgendwo bald hier kommen. Irgendwo und bald, ne? Ihr versteht die Problematik. Ich glaube, ihr versteht die genauso gut wie ich. Ich hab mich gerade voll verraspelt, ne? Das ist ja noch in die Richtung. Boah, ey, find das mal. Das ist gar nicht mal so einfach. Stimmt, das war ja hier. Glaube ich wenigstens. Das ist okay. Hier, genau, irgendwie so war das. Dann sind übrigens in zwei Möcke den Turm weggebombt von der Kirche. Auch sehr interessante Story. Ach, der Gurkenmeister hat's gefunden. Ja. Das Tor ist auch immer, das ist immer so halb zu, nur so ein bisschen offen. Mit einem Cadillac hast du Probleme, hier durchzukommen. Aber eigentlich fahre ich ja keinen Cadillac. Hier, Mirko hat einen riesengroßen Hof, sag ich ja immer wieder. Ein Riesengelände hier. Eigentlich wollte ich mich damals ursprünglich bei ihm einmieten, aber ist leider nichts geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war auch nichts frei. Jetzt mittlerweile ist auch nichts mehr frei. Aber kurz nachdem ich die Halle in Friedeburg gemietet habe, wurde hier was frei. Deswegen, little bit doof gelaufen. Dieser Max Speedshop, der Meister der Verladung, hat er gut gemacht, ne? Habe ich einfach reingeschmissen, so wie die waren. Zack, hier vorne an der Dingsel angelehnt, mit Airbag wieder lustig. Das ist eine Rakete, die nach hinten wegfliegt, so. Watsch! Aber ich glaube, die Airbag-Leute sind sowieso abgeklemmt von der Karre. Die Airbags gehen gar nicht. Ich glaube, die Airbags haben noch nie funktioniert bei diesem Wagen. Mann, nicht ernst, die funktionieren nicht. Die gehen nicht an, die Airbag-Leute. Schätz mal, die haben sie mal überbrückt. Da haben sie mal die Binde rausgenommen für den TÜV oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Schenke sind drin, auf nach Hause, ne? Bevor es Hauer vom V gibt, weil ich hätte noch 15 Minuten. Ja, Mädels, heute ist ein Wochenende. Da kann ich so ein bisschen meine ganzen Baustellen erledigen, die mir auf den Sack gehen. Das mit den beiden Regalen ist schon längere Zeit so, dass ich die haben wollte und Mirko mir die ja nicht geben wollte. Ich hätte nicht geschafft, die zu holen, habe ich es geschafft. Morgen das mit der Hallenvergrößerung, wie gesagt, das bisschen, habe ich schon gesehen habe im Stream oder im Video oder was. Wenn ich komme morgen noch ein Video zu, schätze ich mal. Ich weiß, bin nicht ganz sicher, wie gesagt. Ich plane das nicht voraus, wenn ich das drehe. Ich bin echt gespannt, wie der am Sonntag läuft, also morgen. Und die Nummer jetzt hier mit den Dingsen. Ich will heute mein Büro fertig machen, damit ich mich darin wieder wohlfühle und mein Lagerprinzip da weitergeht. Weißt du, ich filme einfach nur Wünsche, die ich mir früher als Kind nicht erfüllen konnte. Früher war ich Gamer, also ein richtiger Gamer, richtig stinkend und so was. So hier den ganzen Tag vom PC, dick, wie ich immer noch bin. Und habe nie was gemacht, außer vom PC zu spielen. Mittlerweile habe ich ein anderes Hobby halt, mit meinen Autos und so ein Scheiß, wisst ihr ja. Und YouTuber halt. Und das ist völlig mit dem Wunsch, völlig mehr von damals wieder, mit den ganzen Spielen, die ich jetzt habe und
Wenn ich Lust habe, spiele ich die ja auch. Ne? Und immer so ein Hin und Her. Ne? Bin halt, ich sammle halt gerne. Und solange ich nicht den großen Müll sammle, geht's ja noch. Nur mal als Erklärung dafür, warum ich jetzt wirklich Spiele sammle. Und halt, das filme ich halt alles für euch hier auf YouTube. Ne? Wie gesagt, es gibt sogar nicht welche, die haben Bock auf diesen Gaming-Kram und diesen Spiele-Sammelkram und sowas, weil da gibt es auch eine richtig große YouTube-Geschichte zu solchen Leuten, die hier Spiele kaufen und verkaufen und sowas. Ich kaufe halt nur und behalte meistens. Deshalb ist es mal, macht halt Spaß, ne? Mache ich halt gerne. Bin halt so ein Bekloppter. Weiß ich nicht, bin ich echt. Ich find bekloppt. Ich habe jetzt 200 Spiele und hier 20 Autos, keine Ahnung. Ist bekloppt, aber ich mach das gerne und wenn ich Spaß dran habe, mache ich das. Naja, ich bin jetzt gerade in Shortens. Wenn du hinten durchfährst, kommst du über Shortens raus und fahr gleich Richtung Shortens, von Shortens nach Wilhelmshaven. Und dann müssen wir entscheiden, dass wir mal ein Büro reinkriegen. Und dann müssen wir das irgendwie so ausrichten, dass es irgendwie auch passt. Und die Schränke müssen wir vernageln. Ich vernagel die mal aneinander, damit die nicht umfallen oder sowas. Das wird natürlich sehr spaßig werden, weil, wie gesagt, die anderen Schränke sind alle voll. Ich räume die ja nicht leer. Das heißt, Nagelprinzip. Oh, Polizei, guck mal. Seht ihr die? Da kommen wir uns entgegengefahren. Sieht man den Blinker oben? Das ist Polizei. Oder? Friesland P, ja, Polizei. Aber ich fahre einen unscheinbaren Passat. Damit hast du mich nicht so oft. Wenn du rote Nummern dran hast im Auto, haben die dich meistens immer am Arsch. Immer. Ich werde schon so aufkontrolliert mit roten Nummern. Glaubt ihr gar nicht. Mit schwarzen Kennzeichen haben sie mich erst einmal angehalten. Und das war mitten in der Nacht auf dem Dorf eine Alkoholkontrolle. Und die Gurke haben sie lieb. Aber die Gurke halten sie mir nur an, weil sie gucken wollen. Weißt du, was ich meinen Vaterschein sehe? Ich hätte irgendwie so das Verlangen, den Airbag zu sprengen, ne? Und einfach dieses Regal, weil eben so quer über die Wellerei fliegen lassen. Obwohl, so wie es jetzt ist, müsste es eigentlich nach unten wegfliegen, wenn ich jetzt so zu tief. Aber es ausrichtet. Aber gut, ich kann Spiegel alle sehen. Also alles tüffig. Richtig Gurke. Alter, ich muss dringend die scheiß Ölfilter bestellen für den Atomion-Test, ne? 741, steuere eine 1 davor, 1741 Kilometer ist der Wagen jetzt seit unserem Atomion-Kram gelaufen. Normal macht man ja mal 1000 Kilometer und tauscht das. Aber da ich fair bin, war es ja vor dem Test so gewesen, dass der Wagen vorher mit der Ölfüllung 1800 Kilometer gefahren ist. Und dann habe ich gedacht, okay, fährst auch mal 1800 Kilometer und guckst mal, ob das Öl jetzt genauso leer ist, wie es vorher war. So. Hier, ihr beschert euch über meine kaputte Treppe. Jetzt habe ich das einfach mit hier schwarzen Ikea-Regalen kaschiert. Und meine schwarze Katze meint auch, boah, da muss ich gleich drauf. Ja, steig ein, Katze, steig ein. Hilf rein, Kollege, na? 7 Minuten, alles gut oder was? Komm her, warte, hier, komm, warte, komm. Siehst du, schon bist du drin. In dein Traumregal. So, meine Freunde, Hanna ist im Bett. Und Tina ist jetzt gerade losgefahren zu meiner Schwester, weil die heute Abend verabredet sind. Heizdicht. Ich mache jetzt den Sicherheitsdeckel ab, weil ich bin ja zu Hause, da kann nichts mehr passieren. Damit ihr ein bisschen mehr Quali hier habt. Ne? Das hier ist mein Büro. Viele von euch kennen das, viele von euch nicht. Ihr kennt auf jeden Fall alle aus dem Stream, weil hier ist so ein Vorhang. Ne? Und da sitze ich immer mal im Greenscreen. Immer. Naja. Wenn ihr wollt, dass ich ein Video über diese Scheiße hier mache, die ich hier rumfliegen habe und diesen ganzen Raum, ich habe schon mal gemacht, aber schon ein bisschen länger her, dann haut gerne mal, ne, einen Kommentar raus und schreibt mal rein. Wie gesagt, ich mache ja momentan nicht viele Spiele, wie höchstens Flohmarkt-Videos, ne? Was ich in der Sammlung habe, habe ich auch noch nicht gezeigt, so richtig. So, das sind meine Regale. Ihr seht, die sind baugleich wie diese Regale. Heil und nicht farbgleich. Farbe ist halt anders, ne? Aber ich scheiß auf Farbe. Farbe ist mir so der Wumpe. Hauptsache, das passt irgendwie. Guck mal hier. Weiß, angegibtes Weiß, Weiß, Weiß und dann holzfarben. Und die habe ich alle oben zusammengenagelt. Siehst du das? Deswegen, das wird ein Problem werden, weil ich Angst habe, dass es immer drunter fällt. Deswegen werde ich jetzt erstmal als erstes diesen Scheiß hier oben runterholen, den ich hier noch so liegen habe. Wie gesagt, das ist so ein bisschen meine zweite Leidenschaft, diese Computerscheiße. Ne? Da bin ich früher als Jugendlicher drauf gekommen und war da ganz geil auf meinem Tomb Raider Angel of Darkness Brettspiel. Habe ich damals neu gekriegt. Übrigens, das Spiel habe ich nie bekommen. Nur das Brettspiel. Das will ich so. Aber ich glaube, ich habe das sogar. Habe ich das? Muss ich da eigentlich beistehen? Nee, habe ich glaube ich gar nicht, oder? Tomb Raider. Nee, habe ich echt nicht. Ich habe keinen Tomb Raider für Dingsen. Nee, oder? Nee.
Ja, siehst du, aber das Brettspiel, das habe ich. So, was habe ich vor? Ich würde gerne meine ganze Reihe verbreitern. Das heißt, ich würde gerne hier noch ein Regal hinstellen, das ungefähr bis hier gehen würde. Das ist natürlich das Dreiviertel von Kai sein Bild verdeckt, aber die Gurke ist doch noch da, das passt. Ich hänge deswegen ja nichts ab. Und ich will hier noch eins hinstellen. Das ist natürlich hinter der Tür, auch ein bisschen doof. Hier mein Opa, als hier Jugendlicher der 30er Jahre, habe ich einen malen lassen. Und hier hängen meine ganzen Parker. Bundeswehr Parker 1. Hier ist meine Vollkombi, die ich immer so, wenn es wirklich kalt ist. Da, ne? Und das ist übrigens die neuen Domlager für den Golf 2. Und das hier sind beide Centpakete. Auch danke dafür. Ich habe die noch nicht ausgepackt. Und wir haben auch noch original Opelöl bekommen. Hier, guck mal. GM Motoröl. Ich bin gespannt. Das übrigens eine ist von Johannes und das andere ist von, kann ich jetzt gerade nicht sehen, weil auf der anderen Seite. Das ist ein Riesenklotz. So, gut. Platz machen. Hier ist eine Laptop-Tasche. Hier ist mein restlicher Greenscreen, den ich damals genommen habe für da. Das Bild hänge ich auch nicht ab. Hat meine Oma gemalt. Oder Tina auf der Arbeit. Das ist Opas Bild auch ungefähr passend. Und hier drunter ist noch was ganz Besonderes. Das habe ich mal aus so einem alten Schuppen rausgeholt. Also richtig so einen abgefeilten Schuppen, den sie abreißen wollten. Ein handgemaltes Gemälde von irgend so einem Schiff. Und das fand ich so gurkig geil, ne? Dass ich das nicht wegschmeißen konnte. Aber früher hing das da. Aber da habe ich jetzt dieses Bild hingehangen. Weil dieses Bild ist nämlich wiederum auch handgemalt. Und mit so einem Stück Holzrahmen und so. Viel geiler, finde ich. Ne? Ist kein Kunstdruck, seht ihr das? Hört ihr auch. Handgemalt. Von Heckmeier. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber der Bilderrahmen fand ich cool. Der sieht irgendwie, sieht so psycho geil aus. Ja. Scheiße. Ja, das Bild muss ich wieder irgendwo in der Ecke. Ich will das nicht wegschmeißen. Weil jetzt halt gucke ich gut für mich. Eigentlich so ein YouTube-Base, ne? Guck mal, habe ich Weidezahndraht hinten dran gemacht. Wenn du noch hättest, fangen sie auch in den Arsch hier unten. Aber egal, der ist ja noch vorhanden. So, der Schrank muss nach links rüber, ein bisschen, damit der ein Regal reinpasst. Und der andere Schrank muss da nicht hier hintergehen, jetzt schon. Zierleiste, ach hier, das ist schon ausgespart. Da natürlich nicht, hier ist Geschenkpapier noch. Muss der Pfanner nicht sehen. Komm erstmal einen Schrank hier rein. Wie gesagt, will ich heute ein bisschen fertig machen, die Nummer hier. Und wenn ihr mehr wissen wollt über diesen Raum, wie gesagt, weil ich ja im Konsolen alles so habe und so. Ich habe noch mehr stehen, was hier ist. Mache ich gerne ein Video von. Wie gesagt, das ist auch eine Art von Video-Content, den ich sehr gerne mache und sehr gerne, sehr gut finde. Deswegen will ich es unterstützen, ne? Ach, der ist hinten auch ausgeschnitten. Guck mal. Das war geil. Auch Greenscreen. Aber ich muss die Rolle behalten, weil die gehen dauerhaft kaputt, diese Scheißdinger. Weil das ist nämlich nur so ein Draht. Hier, so ein Draht ist das. Universal für eine Gartendingsen. Gut, ne? Guckigste Greenscreen ever, aber der funktioniert verdammt gut dafür. So, Softboxen habe ich übrigens auch. Das sind diese hier, die alten Schreibtischlampen von meinem Opa. Sind die Leichen. Aber ihr seht sofort, der eine ist ein bisschen höher, ne? Ist mir aber egal. Das muss hier zusammenspaxen, dass die nicht mal auseinanderfallen. Aha, so. So. Gut, da muss das zusammen. Problem ist, hier sind meine Nägel. Die Gurke hat die immer auf dem Dach. Und hier ist mein Werkzeug. Ich habe nicht mehr Werkzeug zu Hause tatsächlich. Traurigerweise. Riesengroße Werkstatt mit allem möglichen Scheiß. Aber das ist mein Werkzeugkasten. eBay. Hat nicht mehr ich gekauft, traurigerweise. So. Stuhl brauche ich hier, den hier. Hey Katze, willst du den Deckel haben hier? So, bitteschön. So, gut. Den auch? Passt schon, ne? Ich habe auch viel, ich habe auch einen Schallplattenspieler in der Ecke stehen. Ich habe so viel Scheiß rumfliegen. Das ist für mich zu Hause nicht anders wie in der Halle. Nur halt, ich habe zu Hause weniger Platz. Und ein sehr kleines Haus halt, ne? Aha.
neuwertig. Schluss von der Regalwand, ein breiter. Jetzt nochmal einfach da nach da kloppen, wenn das doppelt hält. Und gut ist das. Wie gesagt, die sind alle aus eBay Kleinanzeigen für wenig Geld zu verschenken gewesen, die ich hier stehen habe. Die ganzen Schränke. Weil ich bin nicht der Typ, der nach Ikea fährt, sich einen neuen Schrank kauft. Leben nicht, weil du kriegst überall solche Scheißschränke. Überall. Ja, geil, Mann. Schrank Nummer 1 steht. Hier, Tür geht doch auf. Ja. Hier ist auch so ein altes Messgerät vom TÜV Nord noch drin. Weiß gar nicht, was es genau ist. Also, kommen wir mal eben kurz nach. Ich habe das vor ein paar Jahren einmal drin gesehen. Und das war damals bei der Räumung vom TÜV Nord. Habe ich das damals noch übergehabt. Was ist das? Wie wisst ihr das besser? Okay? Viele Kommentare. Was ist das? AutoSense 100. Kalibrierung, keine Ahnung. Haben die schon vor Ewigkeiten außer Betrieb gesetzt und haben sie halt in ihrer Station gelassen, wo wegschmeißen. Und hier ist gut. Das wird ein Drehzahlfester sein. Das Ding hier. Ich nie mit gearbeitet. Die Temperaturmessgerät. Das war so ein Temperaturfühler. Das könnte ein Temperaturfühler. Das könnte irgendwie AU sein, ne? Die Dinger, die Klammer haben sie bei der AU ja auch. Die schieben sie so rein, ne? Stehen davon nach Abgasen, das Teil. Alter Schwede. Hannes ist auch schwarz davon. Wenn ihr das wisst, wie gesagt, Kommentare bitte. Was ist das? AutoSense 100. Habe ich schon Ewigkeiten und wie gesagt, ne, haben die damals beim TÜV weggeschmissen. Ne? Das wollte eigentlich im Container landen, landet aber dann am Ende bei mir, mein Container, meinen persönlichen Container. So, gut, so viel dazu. Mal gucken, ich packe es auf jeden Fall aus dem Bruna heraus. Ich habe den Platz dafür nicht mehr. Sieht gut aus, oder? Hält auch gut. Farblich natürlich nicht der ultimative Bringer, ne? Aber kann man so machen. Übrigens, zum Thema, warum ich noch mal Regale brauche, weil die alle voll sind, ist gut, ne? Guck mal, pass auf. Hier. Das sind die nächsten Spiele, die wir in die Regale müssen, ne? Und hier ist auch schon wieder eine Tüte voll mit Spielen, die ich gekauft habe auf dem Flohmarkt, ne? Oder auf dem Second-Hand-Laden. Deswegen, es kommt immer was nach und ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. Mein Endziel ist eigentlich, dass die ganze Wand ein einziges Regal ist. Das wäre voll geil. Ne? Und dann ziehe ich da halt weiter bei der Wand hier. Keine Obenlaufecke draufstellen zum Beispiel. Dass irgendwann mal so ein richtiger ganzer Raum komplett voll mit Spielen ist. So, weißt du, andere Leute, die Bücher lesen, die haben sowas gerne mit Büchern. Ich bin ein scheiß Freak und spiele auch kaum Spiele tatsächlich. Aber ich hätte es gerne voll mit Spielen. So, rüberschieben den Scheiß. Ja. Für den Livestream-Zuschauer, das trinke ich immer. So, ein bisschen rüber den ganzen Rotz. Oh, mein Xbox-Controller, darf nichts passieren. Xbox 1. Sehr unterschätzt, die Konsole. Alter, da hat wieder Staub angesetzt, der Mist. Da muss noch ein bisschen, ne? Aber ich will die Katze nicht von den Stuhl scheuchen. Weil ich habe mir gerade selber draufgelegt, habe gesagt, da kannst du einen schönen Abend machen, ne? So, zu ihm, ne? Und jetzt tippe ich mir durch die Gegend. Brauchst nicht aufstehen. Alles gut. Okay? Brauchst du nicht. Nein. Muss nicht aufstehen. Bist ein alter Herr. Du brauchst das nicht mehr. So. Ja. PS3 mit Kalkgerätestecker vom alten Wasserkocher, vom Dachboden. Geht alles. Sieht mir so ein scheiß Platz von der PlayStation, so vor der Heizung, ne? Vor allem, die ist ja sogar noch an. Ja, so hinstellen. Ein bisschen zurück noch. Ist da Platz? Geht so. Meistens sitze ich aber im Spiel immer da, auf dem Schreibtisch und gucke hier so rüber. Ich brauche mal einen größeren Fernseher, das ist ja nicht verlütt, ne? So ein 4K-Ding wäre geil, aber das ist mir zu teuer. Das Geld kaufen wir lieber drei Autos. Hier, meine alte Olympia-Schreibmaschine. Hier. Warum Olympia? Wilhelmshavener Stadtgeschichte. Das ist eine Schreibmaschine, die hier in Wilhelmshaven gebaut wurde. Und wer hat die mitgebaut? Mein Opa. Das war das Modell, wo eher eine Fertigung mit dran war. Geil, ne? Habe ich deswegen aufbewahrt. Habe ich deswegen von Flummer gekauft. Ja, ungefähr so kann man es rechnen. Na, Katze 2? Kitty! Kitty! Hab dich! Na? Bist du auf YouTube? Hm?
Ja. Ich ärgere dich nachher, okay? So, weiter geht's hier im Programm. Übrigens hier, ich auf dem Treffen vor 100 Jahren, ne? Hanna, ich im Pontiac am Schlafen, auf dem Treffen. Hier, das sah mein Haus früher aus, wo ich jetzt wohne. Vor, das bin ich als Kind. 100.000 mein Opa, ich mit meinem ersten Fahrrad. Ich damals als hier Kartrennfahrer, ja, ich war Kartrennfahrer. Im Verein sogar. Habe ich hier noch was Cooles rumfliegen? Hier, ich mit meinem fetten Oberarm hier, der Magger. War ja richtig aktiver Fernverkehrs-LKW-Fahrer. Sonst nur Ingenieursbilder. Kinderbilder lade ich nicht so gerne im Internet hoch. So, weiter geht's hier im Programm. Ach so, haben wir noch was? Hier, mein damaliger Hund. Ich als Kind, mein Vater auf dem Hof. Dumbledore hieß der Hund. War sein Pech gewesen, dass Harry Potter am selben Tag rauskam, wo er geboren ist. Oh, Alter. Oh. Alter, und irgendwann, in 20 Jahren, baue ich diese Regale ab und finde diese ganzen alten Bilder wieder. Die so faul war, abzuhängen. So, das sieht gut aus. Dann muss das da wieder Nagel rüber. Geht das auch so? Siehst du? Passt. Gerade so. Aber die Reihe ist eigentlich voll, weil ich den Fernseher da stehen lassen möchte. Ne? Scheiße, ich muss echt Ideen ausdenken, wie ich diesen Raum umstellen kann, damit es praktischer wird. Aber egal. Der Raum ist halt nicht gerade groß. Ne? Ich habe ein sehr kleines Büro. Und hat auch ein ziemlich kleines Haus. Ne? Da kann ich halt nicht umdisponieren. So, Nägel rüber. Gleich geht's weiter. Ah, die Katze geht dir voll ab. Die greift jetzt das Bild an und so was. Ninja-mäßig. Na komm, geh näher ran. Na nee, egal. So, Bilder soll ich schon, Regale stehen. Jetzt habe ich die so angeordnet, dass die größeren Spiele hier unten so reinpassen. Und diese kleinen CDs, die ich da oben noch liegen habe, da sind ein paar coole Titel bei. Das ist auch viel Schrott bei, ne? Aber zum Beispiel sowas wie hier Carmageddon damals, ne? Oder Interstate 76, kennen auch noch einige, ne? Das muss halt alles mal ein bisschen ausgestellt werden. Oder Nice 2, ne? Autobahnraser ist dabei. Das ist nicht nur Scheiße bei. Deswegen, da muss ein bisschen, ne? Dann Platz finden, ne? Ja, sortiert ist es eigentlich auch nicht so richtig. Scheiße, ich hab's von Star Trek als Spiel. Mist, ich hab mir das gekauft. Heute. Nein, ist wieder ein Spiel doppelt. Ich hab keinen Überblick mehr, ich hab so viel Scheiße. Egal. Sache, die Katze geht hier ab. Naja, so. Ich wische wieder Regale nochmal eben raus. Die Spiele werden in den nächsten 20 Jahren da drin stehen. Deswegen, den Staub sucht keine Sau mehr. Guck mal, das ist ein kleiner Kram bei ihm raus hier. Oh. Scheiße. Und ich hab voll cool so, ne? Abgestellt und dann radutsch. Die Katze hat einen Schreck gekriegt. Egal, gut. Hab ich gut gemacht. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier so lang geflogen? Eine leere DVD. Was da wohl drauf ist. Guck mal, gut. Machen wir es halt so. Hier, Werner, hau weg die Karte. Das sind übrigens die Hintergrundbilder von meinem Livestream. Das sind von der CD, ne? Guck mal, die kann ich jetzt hier so reinstellen. Ist halt ein CD-Regal, ne? Hier haben wir Vice City, hier haben wir San Andreas in klein. Mafia, kann man auch gut vergleichen eigentlich miteinander. Ja, so ein Scheiß halt. Gut, ich sortiere mal eben ein und dann zeige ich euch mal das Endergebnis, ne? Aber die andere Spielesorte einsortiere, wie das hier, da zeige ich euch natürlich auch. Oh, das sieht falsch rum. Muss so rumstehen. Hier ist das ein Scheiß. Muss so stehen. Na egal, die kleinen Dinge hole ich eh so selten raus. Was mache ich denn damit? Da 4 ist gut, Fallout 3 ist auch gut. Leere CD ist auch gut. Packe ich mal in diese Hülle rein, wa? LTV Wheels of Steel, yeah! Mogel will mal dazwischen. Hier bei der Ärzte, Best of.
Ja, da kannst du nicht wegschmeißen, sowas. Das sind gute Spiele bei. So, pass auf. Wir haben jetzt hier spieletechnisch. Das war mal Mafia 1, bestes Spiel ever, wie gesagt. San Andreas, Vice City. Nice 2, haben glaube ich einige aus meiner Generation kennen das. Have a nice day. Das wäre echt geil. Ne? Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, ne? Mit Erweiterungspack. Diablo 1, Driver 1, Stronghold in the Collection, ne? Morrowind, Morrowind habe ich übrigens auch in cool, warte. Morrowind habe ich auch in hier für Xbox. Und ich habe Morrowind noch irgendwo noch in Leder liegen für PS1, hier für PC, warte. Leder auch nicht, aber so ein Gurkenleder halt hier. Auch ein cooles Spiel, aber das ist für die heutige Jugend, glaube ich, die heutige Leute, die grafisch verwöhnt sind und so, nicht mehr spielbar, bin ich ehrlich. Währenddessen die Katze. Das Bild fasziniert. So, dann haben wir, ne? Air Warrior 2, Molokos Mendes, habe auch schon einige gespielt. Ich früher auch. Pass auf, jetzt kommt die richtig guten Sven, der ist nicht so gut hier. Wing Commander. Da ist der Prophecy. Wing Commander 4. Leider nicht mehr so ganz geil, die Hölle. Ne? War erstmal ein einziger Flohmarktfund auf einen Haufen. Dann haben wir Star Wars Shadow of the Empire. 1997. Dann haben wir Star Wars Rebel Assault. MDK1. Interstate 76. Kennen auch einige. Weil die Bilder sagen meist mehr wie das Spiel selber. Das ist so ein Spiel, was ziemlich ähnlich ist wie hier, würde ich noch Ewigkeiten, ich suche schon jahrelang, suche ich schon hier Vigilante 8. Das ist ziemlich ähnlich, ne? Das ist das gleiche. Hier, Carmageddon 2, auch geil, ne? Aber hat mich so gefreut, das war so ein, der hat das Spiel für 50 Cent Stück verkauft damals. Auch von der Flohmarkt-Tour, auch im Video, weil der wusste nicht, was er hat. Und das ist voll der geile Scheiß, das ist richtiger Classic-Shit. Ne? Das war so, wo ich noch jung war, ne? Wo ich noch richtig klein war. Gothic 1, Sword of Fusion. Ja, PC-technisch habe ich auch schöne Spiele. Hier ist mal PC hier außen. Guck mal, Gothic 3, Gothic 3, Gothic 2, Gothic 2, Nasses Raben. Ne? Gothic 1 ist da jetzt. Eine mit Star Wars Titel. Ich sammle meistens nicht ohne Kopf. PS3 ist halt relativ ohne Kopf. Da holte ich eigentlich alles mit, was ich nicht doppelt habe. Aber PS1 hole ich auch mittlerweile alles. Guck mal, ich habe sogar Tony Hawk Skateboarding. Das ist Tony Hawk 1. Ja, das zeige ich irgendwann mal. Ich kann mal genau das Video von machen, wie gesagt. Müsst ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas sehen wollt. Aber ich denke, einige aus meiner Generation sagen, oh geil, das kenne ich von früher noch. Ja, bei mir genauso. Guck mal, ich habe eine Schublade voll mit Spielen. Und mit Regalplatten. Na Katze, guckst du komisch, ne? So, dann machen wir weiter, ne? Also hier sind die kleinen CDs rein und dann kommen die größeren. Die Sortierung kommt ganz cool, ne? PS4 kommt das erste Mal auch ins Regal. Das lag sie mal da unten, weil PS4 war mal so ein bisschen von mir, wie soll ich sagen, totgeschwiegen, ne? Ja, ich habe eine PS3, die PS2-Spiele spielen kann. Oh nein, die ist nicht gehackt. Ah, hallo. Ah, Platz finden, das ist so ein geiles Spiel. Oh gut, geil, mittelmäßig geil. Aber ich weiß, ich spiele sowieso nicht weiter. Ich muss erstmal einen Platz finden. Erstmal nach unten. So. Gut, weiter geht das. Mit den PS4-Titeln, die ich jetzt einsortiere. Wie gesagt, das ist halt der Stauraum für Späteres. So kommen nachher irgendwelche Deko-Figuren rein oder sowas. Und ich habe halt den Haufen PS4-Spiele hier am Start, die ich noch einsortieren muss. Wie gesagt, ich kaufe meine Spiele mal relativ günstig ein hier. Obwohl das war nicht teuer für meine Verhältnisse. Ne? Aber ich wollte Wreckfest halt unbedingt haben. Dann haben wir hier nochmal Red Dead Redemption 2. Das brauche ich nicht reinpacken, weil das habe ich gerade in der Playstation. So, und dann den Scheiß, der hier ist. Übrigens hier ein Spiel, das ihr nur wegen dem Soundtrack mal spielen solltet. Natürlich den Anfang der 70er. Echt geil. Und die Dinger noch. So. Hier sind diese CDs, die ich mal für die Livestreams hole. Sega Mega Drive Sonic.
wollte ich halt haben. Das kommt später hier wahrscheinlich erstmal so rein. So als Lückenfüller oder so. So, so warte. Ah, komm. So. Ha. Gut, ich sortiere mal weiter, wie gesagt. Das hier so bei, seht ihr ja, guck mal. Ich kaufe das Spiel mal so 5 Euro mal so an oder relativ wenig Geld, ne? Also mein Lieblingspreis, den ich meistens bezahle für ein PS3-Spiel mit Glück, ist 2,50. Ja. Second Hand halt hier. Wie sowas hier, was ist hier? Das ist ein 2,50-Titel, ne? Ne, 4,99. GameStop wieder gekauft. Das war immer 2,50. New Vegas war auch den Preis abgemacht. Mist. Lass den Preis halt nicht immer dran, damit ich weiß, was ich kaufe. Wo. Max Payne 3. Ganz sicher. Titel auch abgemacht. Mann! Dabei bist du so ordentlich. Risi. Revelations. Ja, egal. Mach weiter jetzt. Ach, ich korrigiere mich. Achso, das Spiel wird übrigens scheiße. Du willst mit einem Tomb Raider, wo du nicht springen kannst. Oder nicht so richtig klettern kannst und so was. Das war ein bisschen, ich finde, das war ein Flop. Die Italian Job. 2,50 € auf dem Flohmarkt. 7 € standen nur dran. Das habt ihr, glaube ich, auch im Video gesehen. Wie gesagt, viele Sachen kennt ihr auch aus den Videos hier, weil ich ja nicht so mega lange sammeln, ne? Tatsächlich. Währenddessen die Katze. So dumm. Cat in the Box. Eine Tasche mit Schwanz gehabt. Kann man so neugierig sein, Katze? Erzähl mir das mal, so kannst du besser aussteigen. Viel Spaß da drin. Da sind die ganzen Kabel drin und so, die ich immer, Ladekabel und so, die ich für den Urlaub brauche, immer wenn ich wegfliege. Hier, keines, keinem Idiot haben wir hier noch bei. Ja, aber leider habe ich die Höhe nicht richtig gesetzt. Hier kommen nur PS3-Spiele rein und müssen wir das jetzt hier hinpacken, ne? Hier reinpacken. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, Sortierklaus erstmal fertig. Wenigstens für die Titel, die ich jetzt noch liegen gehabt habe. Hier ist die nächste PS4-Reihe, die kommt. Mit Saints Row und so ein Scheiß. Hier sind meine PS4-Spiele. Ich habe nicht viele, ne? Ein paar habe ich, aber nicht viele. Weil ich bisher nie auf PS4 gesucht habe, weil die so teuer waren. Aber jetzt bald, wenn jetzt die PS5 rauskommt nächstes Jahr, gehen natürlich die PS4-Spiele in den Keller und dann ist wieder meine Zeit, dann gibt's PS4. Aber ich habe einige Titel, wo ich wirklich drauf stolz bin, ich kann das wirklich sagen, ne? Wirklich. So, der Rest ist halt hier gelandet, ist nicht reingepasst halt, ne? Da halt so, ne? PC mische ich eigentlich nicht mit den Dings, das müssen wir mal anstellen hier. Übrigens, ich habe leider ein Problem auch so mit den Movies, die ich bekomme aus dem Fanpaket, ne? Mein Laufwerk ist ein Arsch. Guck mal, pass mal auf. Das schon mal gehabt? Wenn ich jetzt einen Laufwerk betätige, geht nichts. Ne? Wenn ich jetzt aber den SATA-Stecker abmache, nur Stromstecker dran lasse, dann geht das auf. Komisch, ne? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht funktioniert. Das andere Laufwerk, wenn ich ein anderes Laufwerk rein, hängt sich jetzt immer mit der Zeit auf. Ich glaube, mein Mainboard hat irgendwo einen weg oder der Stecker hat einen weg oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich kann deswegen ja kein PC wegschmeißen. Hier. Meine neuesten Pickups. Heute Second-Hand-Laden. Ich glaube, ausgegeben habe ich knapp 35 Euro. Dieses hier hat hier Tine mir geschenkt zu Weihnachten im Voraus, weil ich es nicht erraten habe, was für ein Spiel das ist. Erraten mal, was für ein Spiel das ist. Der Days Gone. Ah, verdammt, jetzt kannst du das auch haben. Hier, dann habe ich Uncharted 4 für den 10er abgesahnt. Ne? PS4, das hat immer noch mindestens 7,50 € in meinem Laden dafür. Ne? Star Trek, mal wieder. Ich habe vorher gewusst, hätte ich das nicht gekauft. Hier haben wir Starsky & Hutch, das Spiel für 3 Euro. Das war nicht so gut, aber egal. Ich finde halt Starsky & Hutch geil. Driver 2 habe ich jetzt das dritte Mal, aber Driver 2 für 5 Euro kannst du nicht liegen lassen. Eigentlich in den Zustand, weißt du? 2 CDs dabei noch, mit Anleitung dabei. Seht ihr hier? Das kannst du nicht wegschmeißen. Das kannst du nicht. Weißt du? Das kannst du nicht. Das kannst du einfach nicht. Timmer 2001.
Das war so ganz kurz bevor die hier PS2 rauskam. Gut, die Hülle ist ein bisschen angeknackst. Ist aber nicht schlimm, weil eine scheiß Hülle, die kannst du immer tauschen. Die kannst du ja universal von jedem Dings nehmen, ne? Hier, Batman Arkham Knight. Ne, Arkham City. Für 4 Euro in Steelbook. Und so mal Kaiser, ein Zweitschlüssel. Auch ein schöner Zustand. Soll auch gar nicht mal so schlecht sein. Play as Catwoman Download. Nein, das will ich nicht. Ich fand nie so ein Batman-Fan, aber ich fand den Preis gut. Und mit der Steelbook und so, ne? Warum denn nicht? Haben wir hier noch? Split Second Velocity. Nie gespielt. Sieht aus wie so eine Kopie von Burnout. Dann haben wir hier Stuntman Ignition. Und Outcast Second Contest habe ich heute bei Mediamarkt gekauft, tatsächlich. Für einen Zehner. Das konnte ich liegen lassen. Wer kennt Outcast von euch? Schreibt mal in die Kommentare. Warum frage ich das? Outcast ist ein Titel von 1998 eigentlich. Das ist nur neu aufgesetzt worden. Das ist so ein Remastered ist das. Ist ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Natürlich ist das ein uraltes Spiel. Das merkt ihr natürlich an jeder einzelnen Bewegung daran, weil es nur Remastered ist. Aber es ist ein geiles Spiel. Und die Grafik ist auch ganz cool mittlerweile. Haben sie schön Remastered. Und Uncharted 4 wollte ich halt nur haben, weil man den Jeep fahren kann. Und weil ich jedes andere Uncharted auch habe. Wo habe ich die denn auflegen? Uncharted. Ja, ich habe alle Uncharted-Teile. Irgendwo. Gespielt habe ich noch gar keinen. Noch einmal habe ich den ersten angespielt, wo Uncharted damals cool wurde. Da. 1, 2, doppelt sogar, 3, 4. Aber muss aber hier halt so. Ach, ich liebe die Scheiße. Ich sammle so gerne. Ne? Ich sammle echt gerne. Wenn das Spaß macht, was soll's. Ich glaube, ich mache heute keinen Livestream mehr. Warte, Kamera einputzen. Ist ja scheiß auf der Kamera. Besser. Ich glaube, ich werde heute meine ganzen Spiele, die ich für PlayStation doppelt habe, inserieren. Verkaufen. Das wäre eine Idee. Weil, was soll ich mit so vielen Doppeln spielen? Ne? So ein FIFA kauft übrigens keine Sau mehr. Niemand will FIFA haben. Ist wirklich so. Älteres FIFA kannst du, wenn du verkaufen willst, wieder keine Sau haben. Kauft auch keine Sau. So. Outcast dazu. Stuntman finde ich übrigens auch nicht schlecht. Aber Stuntman kenne ich halt nur als originale Stuntman. Wo ist das? Warte. Ich habe das auch bei den Rennspielen hingepackt. Bei PS2. Ich muss ein bisschen suchen. Ich habe es auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wo. Ah, das war nämlich echt ein gutes Spiel. Das war eines der ersten Spiele gewesen, die für PS2 rauskamen. Stuntman 1. Scheiße, wo ist das? Beste Ordnung. Jetzt sind 2 habe ich auch doppelt. Für PS2. Das war nicht schlecht. Das kann man auch doppelt behalten. Das spielt man dann irgendwann nochmal. Wo hat der scheiß Stuntman denn hingepackt? Das war echt gut. Stuntman. Scheiße. Knight Rider 1, das Spiel. Hätte ich auf Knight Rider 2 dazu packen können. Ärgerlich. Ah, ich hab das irgendwo liegen. Ich weiß noch nicht wo. Auf jeden Fall Stuntman 1 cool. So ein bisschen kein. Hier ist das. Da. Stuntman 1. Wovon? Ich glaube 2002 oder 2003 müsste das sein. 2001 sogar noch. Wie gesagt, Release-Titel. Ja, der erste Titel für PlayStation 2. Ja, bei mir lernt man Sachen, ne? Aber Sachen, die keine Sau wissen will. Die lernt man bei mir. So einen richtig beschissenen Scheiß. Das ist, wie man Autos zusammenfuscht und wann Stuntman rausgekommen ist. Ein Spiel, was keine Sau mehr interessiert. 3x2 habe ich übrigens nur zweimal gekauft. Oder mehrmals gekauft. Hier ist 3x2 zum Beispiel. Wegen 3x2, 3x2, 3x2. Ping wert. Ne? Weil PS1-Spiele sind jetzt schon Wertanlagen. Der ganze andere Scheiß, das ist nur Klimper-Scheiß, den keine Sau haben will. Ganz einfache Geschichte. Aber dieses Spiel ist echt mittlerweile eine Wertanlage. In meinen Augen sind das PC-Spiele in ein paar Jahren und PlayStation-Spiele Wertanlagen. Warum? Ganz einfach, weil eine Generation, wie meine Generation, damit aufgewachsen ist, dass wir mit Oldtimern haben ja auch einen ideellen Wert.
rein theoretisch hat ein Oldtimer überhaupt keinen Wert, weil es ist eine alte Karre, die einfach keine Ausstattung und nichts hat. Was ist daran so cool? Ja, die Erinnerungen daran, ne? Und die alte, einfache Technik und sowas. Das Verspielen ist das genauso. Die werden auch mal irgendwann Oldtimer. Glaubt mir das. Ich sage euch das jetzt, wie es ist. Der Scheiß ist irgendwann mal ein paar Mark wert. Ne? Gut, das ist jetzt eben ein paar Mark wert, weil ich, wie gesagt, ich kaufe die ja nicht, ich krieg die ja nicht geschenkt, die Spiele. Ne? Und die kosten ja auch ein bisschen Geld. 2 € für so ein Spiel, 3 € für so ein Spiel bezahlst du auf jeden Fall. Wenn man das hochrechnen würde, ist das schon bekloppt, was ich hier habe. Aber darum geht es mir ja halt nicht, ne? Aber so kann ich meiner Frau das mal schon verkaufen. Übrigens, hier meine Nintendo NES Mini China-Kopie für 2,50 € aus eBay. Da ist echt eine Konsole drin, die funktioniert sogar. So mit Minigames drauf, Mario und so ein Scheiß. Geil, ne? Hier nochmal ein Filmtipp für euch. Um Kopf und Kragen. Auch sehr geil mit Burt Reynolds. Ich habe gerade diese Grabbelkiste reingefasst, die ich hier habe. Ja, komm, ich Red Dead nehmen dazu. Wenn noch was bei ist, was ich jetzt dazu packen kann. Das sind halt viele Spiele, die ich doppelt habe bei. Ne? Guck mal, hier haben wir noch einen Lost Horizon. Computerbildspiele haben wir hier noch bei. Von 2003. Gibt es ja heutzutage nicht mehr. Hier ist mein Windows. Tomb Raider 3. MP2. Hä? Ah! Tomb Raider 3. Cool. Das ist Krieg. Ohne Roleplay. Und ohne Key. Deswegen liegt das hier drin. Empire at War. Das sind Spiele, die man rauspacken kann. Ich muss mal ein bisschen gucken, jetzt habe ich wieder Platz. Ich habe viele Spiele, PC-Spiele früher nicht einsortiert, ja? Weil ich die halt nicht sammlungswürdig gefunden habe. Mittlerweile mache ich PC-Spiele ja auch ganz gerne. Ist auch ein Teil meiner Geschichte. Deswegen kommen die da jetzt auch so. Was soll's? Bunt gemixt. PC, PlayStation, Xbox 1, ne? Alles Mögliche. Bin ich bekloppt? Schreibt mal in die Kommentare. Ich finde, ich bin bekloppt. Ich finde das total behindert, eigentlich, was ich hier gerade mache. Oder einen Schwund meiner größten Flops, pass mal auf. Ich habe damals gedacht, oh geil, Tomb Raider, die Chronik in der großen Hülle. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe mich so gefreut, ne? Ja, pass auf. Max hier. Für Mac. So Gott. Apple Mac. Hier, Empire Earth haben wir hier noch liegen. Empire Earth Erweiterungspack haben wir noch liegen. Jetzt kann man die wieder dazu packen. Jetzt ist das wieder ganz cool. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Haben wir hier noch Emergency 2. Auch nicht schlecht, Sims 1 Hot Date. Naja, gut, das muss halt jetzt nicht bei sein. Jetzt haben wir hier noch Anno 1404. Ob man halt mal so spielen würde, eventuell, ne? Rotlicht-Tycoon? Nein. World in Conflict? Naja, gut, das spiele ich jetzt nicht so unbedingt. Ihr seht halt, ich habe viel Scheiß doppelt, ne? Ich muss das eigentlich mal verkaufen, aber PC-Spiele sind nichts wert. Hier, Wolves aus dem Pazifik mit U-Boot-Missions. Das ist das Beste. Weil im Pazifik durch die Gegend gurken oder mit einem deutschen U-Boot. Weißt du, die anderen U-Boote tauchen ja in der Oblivion-Hölle. Was Scheiße. Das will ich im Leben nicht finden. Egal. Weißt du, die deutschen U-Boote waren halt im Krieg die besten. Die fand ich am besten, die Dinger. Auch designmäßig fand ich die geil. Deswegen spiele ich nur U-Boot-Spiele mit deutschen U-Booten. So, haben wir noch hier. Und vor allem war ich ja schon. Bad Company 2 haben wir auch noch bei. Guck mal. Vor allem war ich schon mal so ein deutschen U-Boot drin. Das ist für mich auch so ein bisschen, ne? Was ist das denn? Heatwave? Guck ich. Ja. Ich kann nur Spiele hin, die ich auch spiele, ne? Hier, Porsche 924, Reparatur da. Hier, Total Immersion Racing, habe ich sogar für Konsole, glaube ich. Nochmal ein Baldur's Gate. Alter. Wie bei der Müllkippe. Das kann man also so drin liegen bleiben, das kommt mir ja nicht weg. Ist es immer doch was wert, weil für Müll ist das zu schade, das meiste Zeug. Ne? Hier auch wieder für Mac. Icewind Days. Days. Wer einen Mac hat und Spiele haben möchte dafür, weil das cool findet, wegen Klassik und sowas. Ich weiß nicht, wer das Scheiß wert ist, keine Ahnung. Kommt vorbei, holt euch den Scheiß ab. Ganz einfache Geschichte. Ich werde wahrscheinlich keinen Mac besitzen. Ich bin halt nicht. Ich bin ein Apfelgegner. Deswegen will ich mir niemals einen Mac kaufen. So. Wo habe ich einen Apfel? Das Apfelgegnerisieren gelernt. Genau, das Apfelgegnerisieren habe ich gelernt bei iPhone. Scheiße, das passt auch nicht mehr. Passt nicht. Nein, das passt aber. Beste Ordnung. Aber dafür bin ich ja bekannt. Die beiden Age of Empires zusammen sein, Empire Earth, ja. Kann man auch gut spielen, ne? Aber Age of Empires 2 ist noch das Beste. Und Fallout 3 in grün. Und ich kann mir eine ganze Reihe machen mit diesem scheiß Green Pepper Scheiß. Das ist ja eigentlich auch nichts Taugendes. Egal.
Das Design ist mir egal. Hauptsache ich habe Platz. Platz, Regal, Platz. Wichtig. Wie in meiner Halle. Nummer eins wichtigste. Gut, Leute, ich werde jetzt den Scheiß hier wieder oben drauf stellen. Und dann würde ich sagen, meine Umräumaktion hier hat so ein bisschen funktioniert. Klar, ich muss so ein bisschen aufräumen. Ich werde die Fanpakete heute noch aufmachen, damit ich das auch für euch abfilmen kann, damit ihr Videomaterial kriegt von mir. Ne? Und diese Fanpaket-Videos, übrigens danke nochmal für die Pakete, weil die sind ja wirklich teilweise, da kriegt der Dinger bei, da fallen dir ja die Augen aus. Ne? Ich nehme die auch mal so gerne als Zweitvideos für die Tage, dass was kommt. Ne? Wie gesagt, dieser Kanal ist alles, aber wird definitiv nie tot sein. Videomäßig. Vielleicht zuschauermäßig, wenn ich mal Scheiße baue. Aber definitiv nicht videomäßig. So, denn, ich melde mich jetzt ab. Video ist, glaube ich, lang genug. Ich habe auch nur geschnackt und euch ein paar scheiß Regale gezeigt mit irgendwelchem Plastik drin. Ne? Ich hoffe, ihr habt da trotzdem Spaß dran gehabt. Wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr hier von mehr sehen wollt. Ich habe keine Ahnung, ob euch sowas gefällt. Wie gesagt, Max Speed Shop ist ja nicht nur Autos. Wir machen auch Lost Place und so eine Scheiße machen wir auch im Flohmarkt. Ich mache halt alles, worauf ich Bock habe. Und das filme ich halt. Ne? Und wer Bock hat, guckt es halt an. Gut, legt euch hin erstmal. Bis dann. Munter! Thank you.